Willkommen zum 10. WM-Lauf. Großer Preis von Großbritannien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesmal nicht so gut abschneiden werde, denn der Silverstone Circle ist mein Schwachpunkt im Rennkalender. Wir befinden uns hier, wie angesprochen, auf dem Silverstone Circuit. Hier wird der große Preis von Großbritannien ausgetragen. Die Strecke 1996 hatte eine Länge von 5 Kilometer. Jetzt beträgt sie 5,9 Kilometer. Das ist ein bisschen länger geworden. Der Silverstone Circuit hat 52 Runden, was einer Renndistanz von 306,747 Kilometer entspricht. Das sind etwas die aktuellen Daten. Die Daten 96 kann ich nicht mehr finden oder bin einfach zu schlecht beim Stream. Der Rundrekord, wie soll es auch anders sein, hält Michael Schumacher aus dem Jahre 2004 im Ferrari. Da fuhr er die Strecke in einer Minute 18,739. Und der Finne Kimi Räikkönen, McLaren Mercedes, fuhr 2004 in einer Stunde eine Minute 18,233. Aber bei der Qualifikation. Ah, okay, steht jetzt mal dabei. Der Jim Clark und Alain Prost haben mit 5 Siegen die meisten hier. Der Nigel Mansell und der Dame Hill jeweils 3 Poles. Und die Pole können wir jetzt auch vielleicht unser eigen nennen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich euch die richtig jetzt erklären kann. Die sind doch ein bisschen anders wie die heutige. Und haben wir die Pole. Wird der einzige Erfolg hier sein. So. Auf. Ach, geht's. Ich will diesmal wahrscheinlich. Jetzt habe ich doch ein bisschen Glück. So. Die Ampeln gehen an. Die Ampel geht aus und der große Preis von Großbritannien ist eröffnet. Damien Hill bricht nach vorne. Hier kommt ein Jordan vorbei. Bin ich schon Dritter. Kann's gut erahnen. Also die erste rechts, das heißt, die heißt Corpse. Dann kommt die Margots, Baguettes und Chappal. Das sind so schlängliche Kurven. Und dann die lange danach ist die Hunger Straight. Dann fahren wir durch die Stobe. Mein Englisch ist nicht so gut. Dann die nächste gerade ist die Wale. Dann haben wir die Clubkurve. Und dann die nächste links, rechts, das ist die Abbey und die Farm Street. Und dann kommt die Bridge, Peary, Luffy, Woodcade und dann die Brooklyn's gerade. Mehr konnte ich leider zum großen Preis von Großbritannien nicht finden, was 96 angeht. So, die erste Runde haben wir jetzt geschafft in einer Minute 27. Zehnte. So. Schauen wir mal, wer 96 wirklich gewann. Da gewann Charles Villeneuve im Williams Renault. Der Gerhard Berger im Benetton Renault wurde Zweiter. Michael Häkkinen wurde Dritter im McLaren Mercedes. Der Damon Hill fuhr Pol und Jacques Villeneuve die schnellste Rennrunde. Aber was war das? Im Jahr 2013 gewann Nico Rosberg, Mark Webber und Fernando Alonso die restlichen auf dem Podium. Lewis Hamilton fuhr auf die Pol und Mark Webber die schnellste Runde. Das war's zum Großbritannien Grand Prix. Ja,
Fünfter. Passt mir hier gar nicht. Da hinter mir kommen schon zwei Jordans, die mir ans Leder wollen. So. Sieht dann aus, hätte ich das richtige Streckenlayout gefunden. Sieht genauso aus wie auf der Zeichnung. Wahrscheinlich ist diese Bridge zu sein. Haben wir gut gekriegt. Diese nicht. Dreh dich. Und es gibt Gas. Da ist Nummer 4. Den kriegen wir. Wir holen den Benetton. Komm, zieh! Du bist besser! Du bist schneller wie der Schumi! Aua! Ey! Freund! Pass auf oder kriegst du von mir! Das ist dann Fair Play! Au. Da sind wir vorbei, Vetter! Das packen wir noch! Dritter! Jemand ist ausgefallen. Sehr gut. Ja. Immer hier dieses Kies. Das scheint so Magnetpunkt zu sein. So, ist noch ein rechts und dann ab auf Start und Ziel und Vollgas. Schnellste Runde. Jo. 1 Minute 19. Nee, nee. Boah. Mensch. Da scheint jemand Eichen dran zu haben. Das wäre das Geräusch leiser. Sehr gut. So, wir kommen dem zweiten Platz hier näher. Seht ihr das? Wollen die zwei könnten doch auch mal was machen. Mal rechts zu neben ranfahren. Nicht mal weiterfahren. Da. Bleibst du hinter mir? Ey! Ich überhole dich trotzdem. In der heutigen regulären kann ich das doch nicht mehr machen. Ich hab direkt von der FIA eingezogen. Das haben wir doch den Abstand so gut verkleinert zum Zweitplatzierten. Warum ich mich wenigstens auf dem Podium? So, lenk doch! Das Podium ist wieder in weite Ferne. Da ist er doch wieder. Hallo, da bin ich wieder. Ah, dreh dich. Hier, auf mit deinem Zickzackkurs. Ey! Jetzt wollte er mich abdringen. Boah. Jetzt dränge ich mich selber ab. Bremst! Dreh jetzt Vollgas. Komm, noch 4 Runden. Den zweiten Platz hier kriegen wir noch. Der Hacking oder Kuda, den kriegen wir nicht mehr. Bin ich mal sicher. Der ist zu weit weg. Aber den zweiten Platz hier, den kriegen wir noch. Komm, Schumi. So, jetzt kann man ein bisschen Vollgas geben. Jetzt nehmen die Kurve Mann. Sag mal, hast du Dauerabrufskies gebucht?
Ich glaube, im dritten Platz muss ich mich diesmal abfinden. Ich habe damit gerechnet, dass es schlecht läuft hier in Silverstone. Aber dass es so schlecht läuft, hätte ich nicht gerechnet. Ich kann nichts machen, wie weiter Gas geben. Ich will jetzt noch diesen Zweitplatzierten da hinten kriegen. Den, ganz ehrlich, den McLaren kriegen wir nicht mehr. Zwei Runden noch, da das Elend ein Ende. Letzte Runde. Da geht nichts mehr. Also der müsste jetzt noch ausfallen. Packen da sein Auto mit dem Kies! So, Häkchen ist durch. Das Weltplatzierte dann auch. Ganz ehrlich, enttäuscht bin ich. Mal schlimm, wie es kommt. Wollen ja am Ende Weltmeister sein. Ich denke, wenn wir weiter so Gas geben, werden wir das auch schaffen. Und halt Bruder scheint immer vom Hill an am Lande. Der scheint ausgefallen zu sein. Ich werde ja Hacking nicht erster. Dritter Platz beim großen Preis von Großbritannien. Übersicht, der WM-Stand, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann sehen wir uns morgen beim großen Preis von Deutschland auf Mockenheim wieder. Heimrennen!